möchte mit Ihnen hier noch ganz kurz einen Klassiker in der Betriebsprüfung besprechen, einen negativen Kassenbestand. Also negative Kassenbestände kann es nicht geben. Eine Kasse kann bestenfalls oder schlechtestenfalls bei Null stehen. Bestenfalls hat sie irgendeinen positiven Bestand. Eine Kasse mit einem Minusbetrag, minus 10 Cent, minus 10 Euro, minus 100.000 Euro kann nicht sein. Wenn Ihre Kasse leer ist, ist sie leer, dann ist sie bei Null. Und ein negativer Bestand, den kann es nur rechnerisch ergeben, aber der hat ganz üble Folgen für Sie. Dass man hier seitens der Finanzverwaltung natürlich Ihre Kassenbuchführung überprüft auf solche negativen Kassenbestände, ist eine Selbstverständlichkeit. Und die PC-Programme bei der Kasse können das relativ gut und relativ schnell, sodass dann also hier die negativen Kassenbestände rausgeworfen werden. Was heißt das, wenn Ihre Kasse negativ ist? Das können verschiedene Zuordnungsfehler sein. Das kann jedenfalls eine schlampige Kassenführung sein. Und im schlimmsten Fall haben Sie tatsächlich einen falschen Kassenbestand gehabt, haben nicht alles eben erklärt und haben beispielsweise 10.000 Euro in der Kasse, rein buchhalterisch, aber nur 3.000. Und wenn jetzt eine große Rechnung kommt über 5.000 Euro und Sie bezahlen die 5.000 Euro, ist für Sie kein Problem, weil Sie haben ja inoffiziell 10.000 Euro in der Kasse. Da kann man auch 5.000 Euro bezahlen. Der 5.000 Euro Beleg geht als Barbeleg in die Kassenbuchhaltung. Ihre Kassenbuchhaltung ist aber, wenn sie manipuliert ist, wenn sie gefälscht ist, nur bei 3.000 Euro gewesen. Und wenn Sie dann 5.000 Euro bezahlen, haben wir nur einen Bestand von 3.000. Was passiert? Er geht auf minus 2.000. Und das ist natürlich schlicht falsch. Das kann so nicht sein. Minus 2.000 haben wir ja gerade eben geklärt, gibt es nicht. Der könnte bestenfalls null sein. Also gibt es entweder zwei Lügen. Entweder sind diese 5.000 Euro nicht bezahlt worden. Könnte eine Scheinrechnung sein. Das ist auch eine ganz schlechte Idee, das dann so zu erzählen. War nur eine Scheinrechnung. In Wahrheit habe ich dem nur 2,5 bezahlt. Aber schon seit Jahren schreibt er mit doppelt so hoher Rechnung, damit ich mehr Betriebsausgaben habe. Na, ist nicht ganz so lustig, diese Aussage, weil Sie haben dann Strafverfahren am Hals, weil Sie zumindest teilweise Scheinrechnung drin haben. Und der Aussteller hat natürlich auch ein Strafverfahren am Hals wegen entsprechender Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Ja, außerdem muss der es ja versteuern, also komisch. So, würde man sich genauer angucken, diese Sachverhalt. So, und wenn Sie jetzt dann sagen, gut, war doch irgendwie anders. Ich habe noch 2.000 Euro schnell eingelegt. Die habe ich irgendwo her. Dann stellt sich sofort die Frage, wo kommen die 2.000 Euro her? Ah, ich habe immer 2.000 Euro in der Tasche. Gut. Manche Leute haben das vielleicht so, nur trotzdem wird die Frage auf Sie zukommen, wenn Sie 2.000 Euro in der Tasche haben, wo kommt denn das Geld her? Und dann können Sie ja schlecht sagen, ah, das sind meine schwarzen Einnahmen, die habe ich da immer da drin und habe ich genug. Nee, wäre auch eine schlechte Aussage. Also, wo kommt das Geld her? Ah ja, ich habe immer sowas zu Hause. Das langt nicht. Also zu Hause oder in der Hosentasche oder was auch immer. Ich weiß, ich bekomme immer wieder erzählt von Mandanten, es gibt genügend Leute, die brauchen so ein Sicherungspolster. Falls mal der Bankautomat ausfällt, falls mal irgendwie, ich weiß nicht, sonstige Katastrophen passieren, falls man nicht an Geld rankommt, die wollen immer ein bisschen Geld zu Hause haben. Kann ja so sein, muss jeder mit sich selber ausmachen, ob er das so haben will und machen will. Stellt aber für die Selbstständigen unter uns ein Problem dar, weil die Finanzverwaltung natürlich nach der Mittelherkunft fragt. Und wenn das so unbestimmt ist, ah ja, so ein bisschen was habe ich immer zu Hause, wird das nicht genügen. Das ist vom Prinzip wie ein Bestreiten nach dem Motto, ja, sowas hat man doch. Also ich sage Ihnen, der Finanzbeamte, der Sie prüft, der wird nicht irgendwie so 2, 3, 4, 5.000 Euro immer zu Hause liegen haben. Der kann sich das auch gar nicht vorstellen, dass man das so hat. Und der sagt, das ist ja genau der Verdacht, den wir haben, dass bei Ihnen eben einiges schwarz läuft. Und da hat man eben halt immer Bargeld zu Hause, weil man hat es ja nicht in der Kasse. Deswegen hat man das Bargeld zu Hause. Und das gibt man dann dafür aus und dafür aus und dafür aus für alle möglichen Privatsachen. Das geht eben so unter. Und jetzt haben Sie hier halt mal die 2.000 mal schnell reingelegt. Aber Sie können gar nicht sagen, woher es kommt, weil es kommt ja aus diesen schwarzen Einnahmen, die Sie haben. So, das heißt also, diese Aussage, ich habe da immer Geld zu Hause, wird Ihnen das Finanzamt nicht langen, glauben, das wird nicht langen, diese Aussage, um sich da zu exkulpieren oder das bestreiten. Das kann kein Schwarzgeld sein, das hat man doch. Dann guckt sich der Finanzbeamte Ihre Bankabhebungen an und schaut sich an, was Sie denn so alles abgehoben haben. Und dann sagt er, nee, hat man nicht, weil ich sehe hier keine Abhebung. Dann sind wir gleich beim nächsten Problem, wenn Sie nie Abhebungen haben. Woher haben Sie dann das Bargeld zu Hause? Ja, müsst ihr irgendwo herkommen. Ah, das haben wir schon immer, schon seit 20 Jahren. Ja, mit den 20 Jahren, das geht gerade noch so, wir sind im Jahr 2022, da geht das mit den 20 Jahren. Vor 23 Jahren hat man noch D-Mark, da konnten sie keine Euro haben. Also
Irgendwo muss eine Umschichtung stattgefunden haben. Wo kommt das Geld her? Sie müssen das als Selbstständiger immer ganz transparent beweisen, weil alles, was Sie nicht an Mittelherkunft beweisen können, darf nach der Rechtsprechung als weiterer Umsatz Ihnen angelastet werden. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe zu Hause immer 10.000 Euro, Sie können nicht erklären, woher es kommt, nimmt das der Prüfer gerne zur Kenntnis und diese 10.000 Euro nimmt er möglicherweise dann als Zuschätzung, weil er sagt, naja, Sie sagen ja selbst, Sie haben das, aber Sie wissen nicht, woher wird es kommen. Also nach der Rechtsprechung darf man vermuten, aus schwarzen weiteren Umsätzen, die Sie versehentlich oder vorsätzlich nicht erklärt haben. Ich bin nur für Steuerrecht zuständig, sagt dann der Betriebsprüfer. Den Rest macht dann die Bus dran, ob die daraus ein Strafverfahren machen. Ist mir egal, ich belehre sie, ich leite erstmal hier vorsorglich ein Verfahren ein. Alles Weitere machen die Kollegen von der Bus dran. So, dann ist auch so eine Aussage, ich habe das immer zu Hause nicht ganz so sinnvoll und nicht ganz so glücklich. Das heißt, dieses selbstverständlich oder diese Selbstverständlichkeit aus Ihrer Sicht, man schwimmt zu Hause im Geld, man hat immer so ein bisschen was zu Hause, 3, 5, 10.000 Euro, was auch immer, ist ja die nächste Frage, wo sind die Grenzen? Wenn Sie bei Ihnen bei 10.000 sind, sind Sie vielleicht beim Nächsten bei 100.000, beim Nächsten vielleicht bei 2 Millionen. Das heißt, wie groß darf denn, je nach Vermögensverhältnissen, wie groß darf denn dieser Bestand an Barmitteln sein oder dieses Gefühl der Sicherheit, ich brauche immer ein bisschen Geld zu Hause oder ich will immer mal schnell ein Auto kaufen können. Ja, was für ein Auto? Ja, Ferrari, Aston Martin, wo sind wir? Ja, also wie viel Geld darf das denn sein, was man dann da eben so zu Hause liegen hat, dessen Mittelherkunft man nicht so klären kann? Wir haben zwar momentan eine Niedrigzinsphase oder bislang jedenfalls gehabt. Da ist auch verständlich, wenn man das Geld vielleicht nicht alles zur Bank bringt, aber ich erinnere mich an Zeiten, so bis 2008, 2009, 2010, da war die Argumentation der Finanzverwaltung, das glaubt Ihnen doch kein Mensch, dass Sie das Geld zu Hause haben, weil Sie wollen ja die Zinsen haben, die Sie bei der Bank kriegen, und dass Sie dann da größere Beträge zu Hause haben und bringen die nicht zur Bank, um sie dann zinsbringend, gewinnbringend anzulegen, glaubt Ihnen kein Mensch. Sie sind so ein Fuchser, Sie wollen überall das Geld rausholen und dass Sie dann 100.000 Euro, 50.000 Euro, 200.000 Euro zu Hause brach liegen haben ohne Verzinsung, glaube ich Ihnen nicht. Ja? Und wir hatten ja Phasen mit 6, 7, 8% Guthabenzinsen. Ist ja jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht so ein bisschen aus dem Blick geraten mit den negativen Guthabenzinsen, jetzt im Extremfall andersrum. Aber natürlich hatten wir auch eine Hochzinsphase in den Jahren 1998, 1999. Hatten wir Guthabenzinsen von 8, 9, 10%. Ist schon ein paar Tage her, ja, aber vielleicht kommen wir auch irgendwann wieder mal dahin. Und dann werden die gleichen Diskussionen aufkommen. Warum wird das Geld nicht angelegt? Warum wird es nicht zur Bank gebracht? Das ist alles nicht glaubhaft. Beziehungsweise genauso schlimm, wenn man jetzt mal die Zinsdiskussion außen vor lässt. Wenn Sie nicht erklären können, wo das Geld herkommt, kann man dann eben hier entsprechend dann sehr schnell zu Schätzungen kommen. Also von daher ein negativer Kassenbestand, ich zahle mal schnell 2.000 Euro ein, 5.000 Euro ein, das kann das Finanzamt als eine Luftnummer, als eine Luftbuchung eben empfinden und kann dann sagen, wir glauben Ihnen gar nicht, dass Sie hier die Einlage gemacht haben, das ist eine Lufteinbuchung, nur damit Ihre Kasse nicht ins Soll rutscht. Also in meinem Beispielsfall, die Kasse ist offiziell bei 3.000, Sie zahlen eine Barrechnung über 5.000, dann wird eine Luftbuchung im Sinne von Privateinlage gebucht von 2.000 Euro, dass man dann wenigstens mal auf die 5 kommt im Bestand, dass man auch die 5 dann entsprechend abbuchen kann. Also Vorsicht mit diesen, ich sag mal, kurzfristigen Einlagen, auch wenn man dann sagt, das war nur ganz kurzfristig, um vielleicht ein Liquiditätsloch zu stopfen, vielleicht nur für 4 Wochen, danach habe ich es wieder rausgenommen. Kann sein, dass Sie so ein quasi Geldtransit permanent mit Ihrer GmbH, mit Ihrer Firma machen. Aber Sie müssen stets daran denken, Sie müssen die Mittelherkunft Ihrer Gelder, auch Ihrer Privateinlagen, natürlich erklären können. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Sie Freunde, Bekannte, Eltern, Großeltern, Brüder, Geschwister, was weiß ich was haben, die Ihnen Darlehen geben, dann geht es natürlich genauso weiter. Wenn Sie sagen, ich habe von meinem Bruder ein Darlehen bekommen über 10.000 Euro, das hat er mir in bar gegeben, ich habe es in meine Kasse gelegt, damit ich das bezahlen konnte. Das kann so sein. Nur dann wird natürlich der Bruder durchleuchtet. Dann heißt, in welchen Vermögensverhältnissen lebt er, wo lebt der, wenn der ewig weit weg wohnt, Sie wohnen in München, der wohnt in Paderborn, wie hat der Ihnen mal kurz bar 10.000 Euro gegeben? Wenn der bei Ihnen 2 Häuser weiterlebt, kann der Ihnen auch mal kurz 2.000 Euro bringen oder 10.000 Euro bringen oder Sie können mal kurz rübergehen und sich das Geld holen, wenn er es denn zu Hause hat. Nur dann wird er durchleuchtet, dann wird geguckt, was ist denn bei ihm?
Ist er selbstständig? Guckt man dann da, wo kommt das Geld her? Ist er nicht selbstständig? Dann ist ja die Frage, in welchen wirtschaftlichen Verhältnissen lebt er und warum hat er mal kurz 10.000 Euro so auf Vorrat bei sich zu Hause liegen, damit er seinem Brüderchen 10.000 Euro mal kurz per Darlehen geben kann und dann kommt das wieder zurück und braucht es eigentlich nicht. Warum bringt der es nicht zur Bank und was erklärt denn so der für Zinseinkünfte? Was erklärt er überhaupt? Was macht er beruflich? Wie läuft das? Wie ist das? Also Sie merken, dann geht die Maschinerie in dieser Richtung weiter und prüft dann da, ob das denn sein kann, ob das plausibel ist, ob man Ihrer Erklärung glauben kann oder ob das nur so eine Luftbuchung ist, damit Sie Ihr negativen Kassenbestand wegradieren können, indem Sie quasi eine Einlage hineinpumpen, damit Ihr Kassenbestand nach oben geht, damit Sie dann sagen können, ja, davon konnte ich meine Rechnung bezahlen. Das sind die Prüfmechanismen der Finanzverwaltung. Deswegen ist der Kassenbestand, also eine richtig geführte Kasse, sowieso das A und O. Gerade wenn Sie ein bargeldintensiver Betrieb sind, Sie müssen darauf ganz viel Sorgfalt verwenden. Aber die Frage natürlich, wenn es solche auch kurzfristigen Überbrückungseinlagen gibt im Sinne von Darlehen, haben Sie schon einen schriftlichen Darlehensvertrag, wie ist der abgesichert, welche Zinsen haben Sie vereinbart, wie läuft das, ist der schriftlich geschlossen, ist der zivilrechtlich wirksam, ist der tatsächlich so durchgeführt wie vereinbart. Also da fällt der Finanzverwaltung schon eine ganze Menge an Fragen ein, wenn Sie so einen Sachverhalt behaupten und sagen, ich habe mal kurz von meinem Bruder oder von wem auch immer 10.000 Euro mir geliehen. Und dass das alles nur mündlich läuft, ist ein ganz großes Problem, weil Sie haben dann ein Näheverhältnis unter nahen Angehörigen, müssen sowieso alles schriftlich machen. Also kommen dann da die nächsten Fragen auf. Und dann wird man sagen, legen Sie doch mal den Darlehensvertrag vor. Wenn Sie sagen, naja, habe ich keinen, dann ist die Kiste an der Stelle schon kaputt. Also, sachgerechte Kassenführung, wenn es Einlagen gibt, kann es ja immer geben, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber bitte ganz genau dokumentieren und wenn es eben auch Darlehen sind von Bruder, Schwester, Oma, Opa oder Freunden, dokumentieren Sie es bitte genau. Am liebsten wäre mir es, wenn die das Geld überweisen und wenn sie einen schriftlichen Darlehensvertrag dafür haben, wenn das mit dem Überweisen aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, wenn es schneller gehen muss, wenn das Geld schneller benötigt wird, dann wegen mir auch bar, wenn es gar nicht anders geht, aber bitte richtig dokumentieren und auch dann wieder richtig dann die Rückzahlung des Darlehens dokumentieren. Das muss alles hieb- und stichfest dann in Ihrer Buchführung sein. Und dann muss man eben auch überlegen, passt das denn, dass Sie das Geld tatsächlich so schnell gebraucht haben? Also wenn die Konten eigentlich bei Ihnen gut gefüllt sind und Sie hätten auch einen Geldtransit von der Bank ins Kassenkonto machen können, dann fragt man sich natürlich, warum Sie vorher einen riesen Darlehensvertrag mit Bruder, Opa, Oma, Onkel oder wem auch immer gemacht haben und von dem das Geld genommen haben, wenn sie es auch von der Bank hätten bekommen können, wenn sie dort entsprechend dicke im Guthaben stehen. Also da kann man ganz viele Fragen stellen, da kann man dann auch von Seiten des Finanzamts sagen, glauben wir nicht, wirkt für uns nicht transparent, ist so eine Luftbuchung nur vielleicht um ein unzulässiges Kassensoll zu vermeiden, weil ansonsten vielleicht die Buchführungsangestellte schon gemerkt hat, ansonsten platzt das hier, das sind wir im negativen Kassenkonto, also muss da irgendwie eine Privateinlage hineingebucht werden, damit wir das Konto hier, die Kontoführung retten können. Solche Gedanken kommen dann bei der Finanzverwaltung auf und dann entsprechend, wenn Sie in der Buchhaltung solche Einlagen, Privateinlagen haben oder Darlehen von Freunden und Bekannten, Verwandten mal so kurzfristig drin haben, müssen sich also mit solchen Fragestellungen dann auseinandersetzen. Und wenn Sie da nicht klarkommen, ja, dann kommen Sie zu mir, dann gucken wir mal, ob ich Ihnen da weiterhelfen kann. Wobei, ich bin auch kein Wunderheiler. Ich kann Ihnen das natürlich nur so erklären, diese Gedankengänge. Und ich kann natürlich auch überprüfen, ob das denn so stimmt, was die Finanzverwaltung denkt oder ob die vielleicht etwas vorschnell auf irgendwelche Luftbuchungen, wie ich es vorhin genannt habe, bei diesen Einbuchungen von Privateinlagen, etwas vorschnell dann auf solche Luftbuchungen kommen und ob Ihre Erklärung vielleicht dann doch ganz plausibel und ganz transparent sind und die Beanstandung der BP vielleicht zu Unrecht erfolgen.